Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es Schminksammlungen. Wow! Heute zeige ich euch meine Einzellidschatten, Pigmente, Cremelidschatten, Liquid Eyeshadows und Augenstifte. Also wow, es ist auf jeden Fall eine Menge, was ihr heute zu sehen bekommt. Meine Lidschattenpaletten Sammlung habt ihr ja schon gesehen. Ich verlinke euch das Video ganz gerne mal hier oben. Es ist zwar ein bisschen älter und das ist auch das Problem insgesamt bei diesen ganzen Schminksammlungsvideos, finde ich. Im Grunde könnte ich die ja jeden Monat aktualisieren. Machen wir nicht, denn das wird zu viel. Aber ja, wenn ihr sehen wollt, was ich so alles für die Augen rum habe, bleibt dran. Es geht direkt los. So, dieser Teil ist tatsächlich auch ein recht großer Teil meiner Sammlung, muss ich sagen. Und zwar, ja, machen wir alles, was es so auf die Augen geht. Also Lidschattenprimer, wir machen Single Eyeshadows, Cream Eyeshadows, Liquid Eyeshadows, Stifte. Es ist auf jeden Fall eine Menge. Und ich fange direkt an mit diesen ganzen Lidschattenbases, die ich hier liegen habe. Fange ich erstmal hier mit diesem Mini an von Anastasia Beverly Hills. Ich fand den immer nicht gut. Immer. Von Anfang an. Und ich habe immer versucht, den zu mögen. Ja, nein, der kommt jetzt weg. Es ist auch eh ein Mini und der darf jetzt gehen. Auch der hier darf gehen, weil der ist einfach schande alt, ja. Von Kat Von D. Das war so ein Stift, den mochte ich aber wirklich gerne, aber er ist halt wirklich echt alt, denn der kommt jetzt in die Tonne. Man kann es ja nicht ewig aufbehalten. The Good Old Paint Pot in Soft Ochre bleibt natürlich, ist auch der zweite, den ich in meinem Leben benutze. Dann habe ich dreimal Urban Decay und ja. Das Mini behalte ich, weil das ist unbenutzt. Das probiere ich irgendwann nochmal aus. Dann habe ich mir, warum auch immer, diesen Gold-Glitter-Primer gekauft. Also es ist echt goldener Glitzer und es ist wirklich total bescheuert. Man kann es eigentlich gar nicht benutzen. Ich weiß auch nicht, warum. Und die Primer-Potion in Eden, die ganz viele Zeit lang mein allerliebster Liebling war, die werde ich mir jetzt auch nochmal kaufen. Aber die hier, die muss weg, weil die ist halt steinalt, die gehen. So, dann habe ich diese beiden hier von NYX. Das ist auch uralt. Das habe ich mal ausprobiert hier von wegen, das sollte ja wasserfestes Augen-Make-up machen. War ganz nett. Hat mich aber nicht überzeugt. Kommt weg. Und dieser Glitter-Primer, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze das niemals, weil ich benutzt das einfach nicht und deshalb kommt auch das weg. So, dann habe ich hier Folgendes rumstehen. Einmal diesen Suva Prime and Paint. Das ist ziemlich geil. Das ist eine recht glossy schwarze Base. Kann man ganz cool nehmen für besondere Looks, weil das ist auch irgendwie, ja, könnt ihr sehen, also man kann das sehr gut verarbeiten und verblenden. Gerade wenn ich jetzt daran denke, Linda Halberg hat jetzt eine neue, so eine Glitzerpalette rausgebracht, die, ich glaube, die wird heute gelauncht, wo ich das drehe, hier das Video. Und ich bin so scharf auf die, weil die sieht schon wieder so edel und so toll aus. Ich liebe so sehr Linda Halberg-Produkte, Leute, Leute, Leute. Und dafür kann man das richtig geil benutzen. Also das behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier die Eyeshadow Base von Natasha Denona, die ich anständig finde, ja? Dafür, dass sie die Königin der Lidschatten ist, wünschte ich, sie hätte noch ein bisschen geilere Base anzubieten. Ja, muss man mal sagen. Ich glaube auch, dass Danessa Myricks jetzt mit einer Base rauskommt. Also, ja, ich bin gespannt. Dann habe ich hier einen von NARS. Das ist ein Mini, der ist noch zu. Das war mal bei irgendeiner Bestellung mit dabei. Das ist leider auch dieser nicht eingefärbte, den habe ich auch schon mal benutzt. Ich behalte das jetzt. Ich fand den nicht so spektakulär, aber ich würde es jetzt nicht wegtun. Dann habe ich diesen Shake Primer von Kat Von D und ehrlich, der ist richtig, richtig geil. Das Einzige, was mich halt daran stört, ist, dass es einfach eine klare Flüssigkeit ist und ich wünschte so sehr, es wäre farbig,
Wisst ihr, es könnte doch noch Pigment haben. Dann wäre es richtig geil, weil tatsächlich hält damit das Augen-Make-up sehr gut. Dann habe ich hier dieses Inglot Duraline. Ich habe es, glaube ich, noch nie benutzt. Ich habe es einfach mal gekauft, weil ich es irgendwie interessant fand. Benutzt habe ich es aber noch nie. Aber viele schwärmen ja davon. Ich bin euch ja eine Battle of the Lidschattenbases schuldig, quasi. Und hier kommt jetzt sozusagen das kleine Battle. Weil ihr mich immer und immer und immer wieder fragt, was ist am besten. Das ist meine Top 4. Linda Hallberg. Ihr Primer ist unglaublich geil und unglaublich haltbar, der Hammer, aber er ist nicht eingefärbt. Das ist, was mich stört. Ich finde aber, dass das Augen-Make-up bei mir damit affengeil hält. Es ist ein super Zeug. Wenn der jetzt noch getönt wäre, dann wäre das meine Nummer 1. Ja, wenn er getönt wäre, wäre es meine Nummer 1. Es wäre geil, wenn sie dieses Zeug in verschiedenen Farben rausbringen. Oh, das wäre so der Hammer. Sowas ähnliches gilt für den Hourglass Veil. Ich finde ihn unfassbar gut. Wirklich unglaublich gut. Aber auch der ist leider nicht eingefärbt. Sonst wäre das mit meinem Platz 1, muss ich sagen. Kommen wir zu meinen beiden Gewinnern, die ich wirklich im Alltag am liebsten im Moment benutze. Und die Dominique Everlasting Eye Base ist eingefärbt. Make-up sieht gut drauf aus, hält richtig, richtig, richtig gut das Make-up. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, habe ich von Purish bekommen. Ihr wisst, ich mag gerne Sachen von Dominique Cosmetics und das gleiche gilt tatsächlich für Danissa Myricks. Ich glaube, das ist mein Paintpot-Ersatz hier, weil die Farbe, bei der Paintpot, kurz zur Erklärung, irgendwann hat mein Augen-Make-up darauf nicht mehr toll gehalten. Bei diesem Color Fix von Danissa Myricks, ich habe hier die Farbe Nude 2 im Übrigen. Die Farbe ist sehr ähnlich wie der Paint Pot. Die Konsistenz ist sehr ähnlich. Fast ein bisschen trockener, würde ich sagen. Das deckt richtig geil alles ab. Man hat so eine richtig coole Leinwand, auf der man arbeiten kann. Und mein Make-up hält damit wirklich toll. Ich bin begeistert. Aktuell ist das hier mein Liebling. Machen wir mal weiter mit meinen ganzen Stiften. Und zwar, ich muss mal eher, das rollt hier mal alles weg, ey. Bleibt, wo ihr seid. Bleibt, wo ihr seid. Make-up Forever Aqua Resist Smoke Eyeshadow. Der war mal irgendwo als Geschenk mit dabei. Ist ganz geil, behalte ich. Definitiv. Oh, ich habe hier, ich dachte schon, ich hätte hier einen Kratzer auf meiner Oberfläche. Aber nein, habe ich nicht. Dann habe ich 4 Stück von diesen Kiko-Dingern, wo viele drüber schwärmen. Ich finde die jetzt nicht so toll. Ich werde sie trotzdem behalten, weil hier sind 1-2 schöne Farben dabei. Aber ganz ehrlich, ich kann den Hype darum überhaupt nicht so wirklich verstehen. Ich finde die von e.l.f. viel geiler. Cremiger, besser blendbar, super haltbar. Ich habe hier ein paar von e.l.f. Hauptsächlich aus Limited Editions. Aber ich finde die wirklich total toll. Ich kann da nichts dran aussetzen. Dann habe ich hier noch 2 Minis von Laura Mercier. Spektakulär gut, die Teile für so One and Done einfach drauf und fertig. Und einen von Nude Sticks. Ja, ist auch ganz nett, sage ich mal. Aber ehrlich gesagt, den benutze ich überhaupt nicht. Ich glaube, den tue ich jetzt auch weg, weil am unspektakulärsten, würde ich mal sagen, von den allen, die ich habe. Machen wir weiter mit meiner kleinen Paintpot-Sammlung und ja, ihr wisst, ich liebe meine Paintpots wirklich extrem und ich zeige euch mal meine alten, wir fangen mal mit den alten an und zwar mein allererster MAC Paintpot. Generell, der erste, den ich jemals hatte, war Stormy Pink und ja, ich weiß auch nicht, warum der so verpickt ist. Guck mal, das ist Stormy Pink und das Krasse ist, der ist locker 10 Jahre alt, also ganz locker und der sieht ja ausgetrocknet aus, ne? Weil er sich so zusammengefaltet hat. Guckt euch das mal an, guckt euch das mal an. Das hier ist ein MAC Paint Pot in Stormy Pink, 10 Jahre alt. Wahnsinn, oder? Jetzt sag doch mal was. Ich bin ganz fasziniert. Ich würde den niemals abgeben. Dann habe ich diesen Perky mir damals gut denkt. Ich liebe ihn nicht so sehr. Also er ist schon ganz nett. Das ist so ein Peach. Der ist schön. Keine Frage, aber jetzt von der Farbe nicht so der Hit.
Aber hier, das sind meine zwei absoluten Lieblinge. Und zwar einmal Indian Wood. Die gibt es leider nicht mehr. Ja? Aber hier, ihr könnt sehen, Indian Wood ist. Oh, Indian Wood ist die Butterigkeit. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das fühlt sich so geil an. Ich liebe es so sehr. Und Constructivist habt ihr jetzt neulich erst gesehen bei mir. Ist auch. Ich habe den so abgefeiert. Ich kann das gar nicht. Ich glaube, es gibt fast kein Produkt, was in meiner insgesamten Sammlung mehr benutzt ist als Constructivist von MAC. Kommen wir zu den neuen. Und meine Erfahrung zeigt, dass auch. Das, was ihr so erzählt habt von den MAC, hat ja letztes Jahr die Paintpots überarbeitet sozusagen, dass die matten deutlich besser sind als die schimmernden. Viel, viel besser. Ich habe hier einen schimmernden und zwar Bougie. Das ist quasi MAC Club als Paintpot. Der ist wirklich toll. Also wirklich, wirklich schön. Ich finde den, ja, ich lieb's. Ich lieb's. Und dann habe ich Brick-a-Brack. Auch ziemlich cool ist so ein ja Backsteinrot Orange, auch eine richtig geile interessante Farbe. Meine Favoriten von den neuen sind allerdings natürlich die beiden und zwar It's Fabstract, sowas von toll, ein richtig geiles dunkles Braun, habe ich viel benutzt, gerade wenn ich diesen diese Wing-Geschichte, diesen größeren Wing mache als Base halt hauptsächlich. Und auch hier ist der Black Mirror. Krass. Richtig, richtig gut. Ich liebe die. Ich liebe die Paintpots. Bleiben wir nochmal bei allem, was so cremig und flüssig ist und so weiter. Da kommt noch mehr, glaub mir. Also keine Sorge. Ganz neu von Made by Mitchell, dieser Blurschleiz in Drip Drap. Das ist natürlich cool. Wenn man sich jetzt denkt, man würde das als Highlighter benutzen können, wäre man schon enttäuscht. Aber auf dem Auge sieht es richtig geil aus. Schön, so ein richtig geiles, flüssiges Silberglitzer. Fürs Auge sehr, 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 sehr cool. Kann ich nicht anders sagen. Habe ich von Purish bekommen. Machen wir nochmal. Das habe ich auch von Purish bekommen. Ist auch schon eine Weile her, aber ihr könnt sehen, super geliebt. Diese Tusch-Teile von Love sind die. Und die sind, oh, die sind so krass pigmentiert und so geil. Die könnte ich auch mal wieder benutzen. Vor allen Dingen hier diese Taupi-Farbe. Ja, wirklich cool, wenn ihr Bock auf so Creme-Liquid-artiges habt. Ja, haut rein, das ist richtig gut. Dann habe ich ja hier diesen NYX, den habe ich ja ganz neu, diesen Ultimate Eye Paint. Und ich wollte den eigentlich in so einem Blau haben, aber Douglas hat ihn mir in Rosa geschickt. Jetzt habe ich ihn, weiß ich nicht, vielleicht verschenke ich ihn an meine Tochter oder sowas. Dann habe ich hier zwei Liquid Eyeshadows aus der Drogerie. Einmal von Got2b, das war so ein Blau, der war eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Sonst wäre er auch nicht mehr in meiner Sammlung. Und von She Glam, so ein Duochrom. Ist auch ganz geil, finde ich. Also hat einen coolen Effekt auf den Augen gemacht. So einen leichten irgendwie, aber trotzdem ganz geil. Dann hab ich diesen Melted Chocolate und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wann ich den jemals benutzt habe. Der ist eigentlich ganz cool. Der ist so ein bisschen mußig. Sollte ich mir vielleicht mal für heute rauslegen und einfach mal benutzen. Ja. Smashbox Always On Cream Eyeshadow, das ist richtig geil. Das ist richtig cool, das ist so ein Blau. Und ich mag ja so richtig, das ist ja so ein, ja, ihr seht es, man kann es rausdrücken, ne? Guck mal. Das hatte ich mal einfach so, nur das überm Auge und fertig, sah richtig cool aus. Die sind insgesamt richtig toll. Smashbox ist ja sowieso sehr underhyped, was ich überhaupt nicht verstehen kann. KVD Vegan Beauty Dazzle Stick ist ganz nett. Hat mich aber tatsächlich gar nicht so aus den Socken gehauen. Trotzdem werde ich es behalten. So, dann habe ich jetzt mal hier so ein paar einfach so Einzellidschatten hingelegt. Das habe ich mir mal geholt in, ich glaube, mein erster oder zweiter Besuch in Sephora in Bonn von Make-up Forever. Diese beiden, Leute, die sind so übertrieben krass, diese Lidschatten. Guck mal. Das war damals so, wow. Wisst ihr so, wow, ey, das war so voll die Revolution für mich.
überhaupt die Marke und so, ne, das war richtig geil. Dann habe ich hier diesen NYX in Voodoo, den hatte ich euch ja in meinem Fullface NYX jetzt vor kurzem erst gezeigt. Ist ein sehr schöner Lidschatten, deshalb ist er auch noch da. Dann habe ich von Kat Von D Lola als Einzellidschatten, weil, nee, Lolita, genau, weil der war mal in so einem Set dabei, den habe ich von meinen Jungs aus Amerika, die da ja ausgewandert waren eine Zeit lang, hatten mir so ein Set geschenkt, da waren auch noch Lip Liner und Lippenstifte und so drin und da war der mit drin. Dann habe ich auch mitgebracht aus Amerika einen Colourpop Super Shock Shadow in Mooning. Auch der ist ganz cool, gebe ich auch irgendwie nicht weg, weil das halt auch so, ja, irgendwie geil. Von Urban Decay ein Moondust in Fool's Gold, das ist aber ein Mini. Das war auch irgendwie aus dem amerikanischen Sephora. Solche Minis gibt es ja in Deutschland eher selten. Mit in irgendeinem riesigen, manchmal haben die, oh, meine Jungs aus Amerika, die haben dann selber auch viel bei Sephora gekauft und haben dann immer die ganzen Proben gesammelt oder wenn die so VIB-Sale und so ein Zeugs hatten, dann haben sie, wenn die gekommen sind, haben die mir so einen riesen Sack mit so geilen Proben mitgebracht. Also auf der einen Seite war es halt voll cool, dass sie dort in Amerika waren, aber auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen besser, dass sie wieder hier sind. Also, ja, Schminke versus Freundschaft. Ich nehme die Freundschaft. Ihr wisst, was ich meine. Guckt euch das Teil an. Wer kennt es noch? Wer kennt diesen Lidschatten? Young Punk von MAC. So ein uraltes Teil. Das würde ich auch nie im Leben nicht abgeben. Das war hardcore angefixt damals von Maggie Mania, wenn die Videos darüber gedreht hat. Das war für mich so, wow, die krasseste Sache überhaupt. Ist auch tatsächlich immer noch ein richtig cooler Lidschatten. Kann man nicht anders sagen. Die Welt hat sich natürlich geändert und es gibt einen Haufen geiles Zeugs, ne? Dann habe ich hier von, aus dieser unfassbar schrecklich hässlichen Limited Edition, die mich zum einen an Saw erinnert und zum anderen an politische Gesinnungen, die ich nicht will. Wisst ihr, dieses schwarz-rot weiß, ich weiß ja, also, nee, ich find's scheußlich. Aber tatsächlich sind die Lidschatten ganz geil. Das sind auch so Glitter-Topper. Ich glaube, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Sind beide cool. Sind beide cool. Sind kein Must-Have. Es gibt sehr viel in dem Bereich. Dann habe ich hier, ja, ihr wisst schon, ich sage seinen Namen nicht, aber guck mal, wie niedlich das Packaging ist. Hier ist so ein kleiner Stern. Das sind relativ neu auch so, ja, diese Hybrid zwischen Lidschatten und Creme-Lidschatten sind ziemlich cool, muss ich sagen. Sowas in die Richtung wie das hier, ne? Da haben wir einmal hier den Scattered Light Glitter Eyeshadow in Reflect. Der war echt mal ganz lange mein Liebling. Einfach so ein bisschen mit dem Finger aufgenommen und drauf. Ja, sehr schön von Hourglass. Und sowas ähnliches ist ja hier von Tarte diese Chrome Paints Wild at Heart. Richtig krasse Farbe, richtig geil. Ist auch so eine Duo-Chrome-Farbe. Sehr, sehr schönes Teil, muss ich wirklich sagen. So, Pigmente und Liner. Also, der Revolution Liner ist toll, aber ich muss ja sagen, ich habe, ganz ehrlich, wenn das, was gleich noch kommt, ist halt nicht zu toppen. Deshalb wird der jetzt gehen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der hier auch geht. Ich denke, er wird auch gehen. Vielleicht schweren Herzens, aber der ist auch uralt. Und zwar von MAC Dip Down. Das ist ein, so ein Liner. Guck mal, der ist auch, der, guckt euch mal an, der ist auch immer noch geil. Nee, ich behalte den mal. Ich behalte den mal, weil warum? Er frisst ja kein Brot in meiner Schublade. Dann habe ich hier Pigmente. Ah, diese Sleek-Pigmente, ne? Also, das sind so lose Pigmente in so Duochrome. Ich behalte sie mal, vielleicht kriegt sie meine Tochter. Sie sind eigentlich ganz schön. Und dann habe ich hier, also auf die beiden bin ich irgendwie so richtig stolz. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, diese Pigmente von MAC. Da habe ich einmal Rose. Das ist so geil. Das ist rosa mit so goldenem Shift, ne? Aber richtig geil.
Guck mal, das ist voll. Das kriegt man niemals alle. Das ist ein Mini. Voll toll. Gibt es die noch, die Pigmente? Und dann für mich so das Urgestein des Pigments, the one and only Blue Brown von MAC. Und das ist ein mit Constructivist meistgeliebtes Produkt hier. Und guck mal, auch das ist voll. Das werde ich nie aufbrauchen. Und ich bin richtig... Der Deckel, kennt ihr das, wenn der Deckel schon so komisch sich auflöst? Ich bin richtig stolz, dass ich das habe. Ich freue mich richtig darüber, dass das in meiner Sammlung ist. Das sind so Produkte, die sind was richtig Besonderes. Für mich zumindest. So, kommen wir noch zu ein paar großen Ladies des Business, sage ich mal. Und zwar fangen wir an mit Huda. Sie hat ja diese doppelseitigen Melted Shadows Matte Metal Dinger. So. Und die sind wirklich toll. Also auf der Seite ist ein matter, flüssiger, also Liquid Eyeshadow. Und hier ist so ein Glitzerteil drüber. Voll toll. Wirklich richtig toll. Richtig, richtig tolle Produkte. Ich kann da überhaupt nicht meckern. Bevor wir mit den großen Frauen weitermachen, ist hier noch dazwischen gerutscht. Und zwar von Iconic London. Das ist auch ziemlich cool. Das ist so ein Duo. Auf der einen Seite ist so ein Creme-Lidschatten, der sehr, 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 sehr schön ist, Leute. Wirklich ganz toll. Und auf der anderen Seite ist ein Liquid, so ein Topper. Richtig tolles Produkt. Hat mir sehr gut gefallen. Aber jetzt kommt erstmal hier eine Bank. Also eine der besten Produkte überhaupt, meiner Meinung nach. Einfach, ihr wisst, Linda Hallberg, ne? Sie kann es einfach. Und zwar sind das diese Interstellar. Ich hatte als allererstes, kam sie mit diesem goldenen raus. Und der ist eher wie so ein, also er ist nicht ganz deckend, sondern der ist so ein bisschen, ja, wie so ein goldener. Ihr könnt es überall benutzen. Aufs Auge, auf die Lippen, auf die Wangen, scheißegal. Voll geil. Und dann kam der hier, ne? Und immer, ich sage euch, das ist der Multichrome Interstellar. Wenn ich den drauf habe, ich werde immer angesprochen. Immer, boah, Jenny, was ist auf deinen Augen? Der kommt jetzt hier hauptsächlich lila rüber. Aber, na, da oben könnt ihr es sehen, ne? Hat halt Multichrome. Shiftet in so grün, gold. Eins meiner liebsten Produkte hier in meiner gesamten Make-up-Sammlung. Richtig toll. Und dann kam noch dieser, wie heißt der nochmal, Supernova. Der im Inner Corner, ihr seid so weggeblasen. Auch der ist so ein bisschen Multichrome. Der ist aber auch nicht so deckend wie der. Ihr seht, dieser Supernova und der Goldene, die sind nicht so deckend wie der Multichrome, ne? Wahnsinn, ich liebe, oh Gott, ich liebe diese Teile. Kommen wir zu Danessa Myrick, seht ihr schon, habe ich hier liegen. Einmal habe ich hier diesen Color Fix in Truth, den habe ich selber gekauft, schon länger her. Die Twin Flames von Danessa Myrick sind eigentlich das spektakulärste. Die habe ich alle selber gekauft, noch als es das noch nicht bei Purish gab. Unnormal, die Deckkraft. Die sind so... Die lassen sich verarbeiten, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Einfach übertrieben. Guckt euch die mal an, ey. Ich wollte hier gar nicht groß swatchen, aber es macht gerade mega Spaß. Das sind die Twin Flames von Danessa. Leider kommt hier dieser Duochrome-Effekt wieder nicht so geil rüber, aber... Die sind so krass. Und dann natürlich die Chrome Flakes. Ich habe noch einen da hinten irgendwo in meiner, habe ich noch nicht ausgepackt, Tasche. Alle bis auf diesen Pride, den habe ich von Purish bekommen und die habe ich aber alle selber gekauft. Hatte mir damals ein bisschen zu lange gedauert, bis es zu Purish kam. Wow. Moonlight in den Inner Corner, Leute. Das ist mein Leben. Also der im Inner Corner. Mal gucken. Das sind halt so Flocken in so einer gelartigen Base und die halten halt so geil auf dem Auge. Also ich bin so verknallt in diese Teile, Leute.
traumhaft. Kommen wir zu meiner Lidschattenkönigin Natasha Denona. Und zwar habe ich hier einmal so einen Chroma Crystal Top Coat. Den gab es mal irgendwo geschenkt. Sehr schön. Ist sowas wie Hourglass Scattered Light, ne? In Peach. Schön. Ja, kann man gut benutzen. Ihr wisst, ich liebe diese Teile. Das sind die Work and Set Liner. Ja, das sind halt Gel-Eyeliner in Perfektion, muss man sagen. Die halten mega, man kann so toll mit denen arbeiten. Die sind deckend, cremig, alles was man kann, alles was man haben muss, ist hier drin. Und vor allem dieser hier, der Nude, den liebe ich. In der unteren Wasserlinie benutze ich den ultra gerne. Richtig, richtig tolle Produkte. Kann die euch nur ans Herz legen. Genauso wie diese Teile, und zwar einmal die Chromium. Ich glaube, sie hat noch einen. Ich glaube, es waren 5 Stück, aber irgendwie mochte ich die Farbe nicht so gerne. Das sind auch Liquid Eyeshadows. Die sind schon längst abgelaufen im Übrigen, aber egal. Ich swatch die jetzt nicht alle. Das ist wieder etwas, also diese von Danessa Myricks sind vom Pigment hammerkrank, wirklich. Also die sind voll in die Fresse, sage ich euch. Richtig krass. Und man muss auch ein bisschen schneller arbeiten und so. Bei denen von Natasha, das kann jeder Mensch, kann die sich auftragen. Bisschen verblenden, tippi, 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 tippi. Bisschen aufbauen, bisschen wieder verblenden. Wirklich ganz toll, ganz einfach zu benutzen. Richtig geile Sachen. Und der hier, der ist auch uralt, das ist so ein Chroma Crystal Liquid Eyeshadow. Oh Gott, in Sienna, also das kennt ihr auch noch. Der ist tatsächlich, ich habe hier gekrümelt, tatsächlich ein bisschen so ähnlich wie die von Danessa Myricks. So, oh Gott, ist das geil. Der ist so alt, Leute, ne? Egal, den würde ich niemals wegtun. Niemals, weil den habe ich so abgefeiert. Guckt euch den mal an. Ich lieb's. Ich liebe das Zeug. So, jetzt haben wir noch das hier vor uns. Ja. Ja, es ist nicht gerade wenig. Und zwar meine Stifte. Und ich werde davon ganz viele aussortieren. Also das habe ich mir fest vorgenommen. Natürlich nicht die neuen Stifte, die ich habe von Wayne Goss. The Essential Eye Co. Pencil. Da habe ich Blue Saphir, Granite. Das ist der neueste und Deep Amethyst. Das sind Kajalstifte. Die lassen sich so geil und einfach verarbeiten. Das ist ein Traum. Halten aber nicht so gut wie Gel-Eyeliner oder Gelstifte. Die meisten davon sind Gelstifte. Aber hier, man kann die so geil als Base benutzen, weil die so toll sich zu ver... Weil die so, die sind so easy peasy verblendbar. Deshalb ist das schon wirklich echt eine Bank, kann ich euch sagen. Kommen wir zu den Cupid's Arrow von Nabla. Die habe ich alle von Purish bekommen. Die sind derartig cremig und die kann man so geil als Base benutzen. Richtig toll. Und ja, ich glaube, das könnten vielleicht möglicherweise nicht die einzigen bleiben. Ich weiß nicht, was so schon alles passiert ist in der Zeit, wo ich im Urlaub war. Richtig toll, würde ich nie abgeben. Sehr, sehr geile Produkte. Das gleiche gilt für dieses ganze Made by Mitchell Kram. Ihr wisst, ich bin echt wirklich, ich mag super gerne Made by Mitchell Produkte. Er hat ja einmal diese Liner, die heißen Graph Ink. Sind richtig cool. Das sind halt, damit komme ich nur nicht so gut klar mit diesem Applikator oder generell, ne? Also es gibt ja viele Liquid Liner mit sowas, aber die sind richtig toll. Ich habe hier einmal Lilac und Brownie Points. Der ist richtig geil hier. Den habe ich auch schon das ein oder andere Mal benutzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so Liquid Liner bin ich nicht so der größte Könner, kann man sagen. Ich bin dann eher hierbei. Das sind die All Smudge No Budge. Habe ich euch erst gezeigt. Habe ich auch von Purish bekommen. Alle geil.
alle toll. Kann man super verblenden, kann man toll mitarbeiten, halten toll. Ja, super Liner, würde ich nicht abgeben. Kommen wir mal zu meiner Urban Decay Batterie. Und da gehen diese zwei auf jeden Fall, einmal Whisky und der ganz schwarze, weil die sind so unglaublich alt. Ich meine, die meisten davon sind alt. Der hier geht auch. Der. Nein, die gehen davon. Nein, die gehen nicht. Nein. Die beiden gehen. Whisky und Zero ist es, glaube ich. Weil die sind so alt. Und ich habe geile schwarze und braune Liner. Deshalb dürfen die ruhig ausziehen. Die anderen Farben gehen nicht, weil sie einfach von den Farben auch zu spektakulär sind. Ihr könnt es ja sehen. Das sind meine ganzen Farben. Ich habe Weiß, das ist ein richtiges Lila, ein krasses Lila. Black Market, das ist so ein Schwarz mit so einem leichten Schimmer. Dann habe ich Reflect, Raw Energy. Und den habe ich geliebt hier, diesen Alkaline. Der war, glaube ich, aus der damals, als die Naked Heat rauskam, aus der Edition. Genauso wie der Torch. Der ist auch richtig cool, bleiben natürlich. High Vibes bleibt. Die sind recht neu, muss ich sagen. Electric Empire ist richtig geil, bleibt natürlich. Tiger's Eye bleibt. Und Love Drug, die bleiben natürlich alle, weil ja, die von den Farben so geil sind. Und die sind wirklich, wirklich tolle Liner. Roxy habe ich ganz vergessen. Ich dachte, hä, wo ist denn mein blauer? Aber hier ist er. Roxy war noch versteckt. Ja, voll geil. Richtig, richtig toll. Dann habe ich uralt von Dose of Colors Dark Rose. Und da hatte ich nochmal einen anderen. Und den habe ich aufgebraucht, weil er so toll war. Aber der hier ist jetzt auch schon so alt. Und ich habe bessere in besseren Farben. Deshalb geht der. Der Charlotte Tilbury, das ist dieser Doppelliner. Ich behalte ihn nochmal, aber er ist nicht spektakulär. Also ihr müsst keinen von Charlotte Tilbury haben, finde ich. Dann habe ich zwei von diesen Danissa Myricks. Ich hoffe, die kommen auch noch zu Purish. Das sind so ganz mega feine. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Mega feine Duochrom Liner. Duochrom Liner, wie geil ist das eigentlich, ne? Wahnsinn. Richtig cool. Dann habe ich hier von Milk diesen. Der heißt. Der war so Seo. Der ist richtig geil. Ich überlege aber, ob ich den jetzt wegtue, weil der schon so alt ist und auch nicht mehr viel drin ist. Und ich einfach bessere habe. Deshalb, ich denke, ich werde den jetzt wegtun, aber der war trotzdem ziemlich gut. Aber wie gesagt, alt und ich habe bessere. Zum Beispiel nämlich die Killer Liner von Too Faced. Also haben wir einmal den Killer Kajal. Der ist zum Rausdrehen. Leute, 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 der ist für immer in eurer Wasserlinie. Den müsst ihr am Abend von eurer Wasserlinie abschminken. Unglaublich. Und die Killer Liner sind auch ziemlich, ziemlich geil. Das sind halt wieder welche zum Anspitzen. Da habe ich die Farbe. Ja, was eigentlich? Espresso und Storm. Und die sind recht neu und die sind wirklich absolut empfehlenswert. Ganz, ganz toll. So, jetzt habe ich mal hier welche liegen. Die gehen alle weg. Die müssen alle gehen. Und zwar zweimal zu Eva. Die sind einfach so übertriebenst alt. Die sind aber geil gewesen. Die gehen aber. Dann zweimal NYX. Das sind so ganz dunkle, aber die sind auch uralt. Die gehen. Dann ein Revolution in so einem Lila und der ist einfach so scheiße. Guck mal. Ja, wozu sollte ich sowas behalten? Ich meine, ich habe die Hammer-Sachen. Dann den Epic Ink Liner von NYX. Der ist mega gut. Leute, wirklich, der ist mega, mega gut, aber auch alt und der darf auch gehen. Alt wie Methusalem, aber extrem gemocht. Extreme Lasting Glide On and Waterproof Eye Pencil von Essence. Die sind aber auch schon mittlerweile so alt. Ich hoffe, die gibt es noch, weil die sind nämlich wirklich richtig gut. Ein Kiss
Kleiner von Marc Jacobs war nie besonders toll, kann weg. Ein Kleiner von Nas ist okay, kann aber auch weg. Dann habe ich einen absoluten Favoriten von mir, den Elf No Butt Retractable Liner. Den fand ich richtig, richtig gut. Habe ich viel benutzt, bevor das kam, was noch kommt. Ja. Ist uralt, kommt weg. Und dann hatte ich mal so ein Set. Wartet, ich schmeiß die erstmal weg. So ein Set von Tarte. Da waren diese, auf der einen Seite hattet ihr so einen Liquid Liner und auf der anderen Seite einen Stift. Ganz ehrlich, also ich fand alle nie besonders toll. Deshalb, ja, die waren okay so für eine Zeit lang. Ich benutze die nicht und ich habe einfach Besseres. Deshalb kommen auch die weg. So, dann sind wir hier nochmal so ein bisschen in der, teilweise in der Drogerie. Und zwar der hier ist ziemlich neu von Got2B. So ein Liquid Liner in so ein Petrol. Auch ganz cool. Behalte ich erstmal. Werde ich, weiß nicht, ob ich den überhaupt nochmal benutze. Dann habe ich zweimal Shockwaves von LA Girl. Richtig geile Farben. Die habe ich mal von Purish bekommen. Behalte ich, weil insbesondere das Gelb ist ziemlich cool. Dann habe ich von She Glam, das war auch aus dieser, ja, diese Duochrome Edition. Der ist nämlich auch ganz geil, muss ich sagen. Den werde ich behalten. Diesen Epic Smoke Liner von NYX auch, der ist recht neu, eine richtig geile Farbe. Wie, so ein helles Braun war das in Nude Haze. Behalte ich auf jeden Fall. Der neueste hier eingezogen ist der Fenty Beauty Wish You Would. Das ist einfach ein schwarzer Liner. Lässt sich toll mitarbeiten. Kann man nichts dran aussetzen. Und dann habe ich hier noch dreimal Linda Hallberg. Und zwar, nee, gar nicht wahr. Erst zweimal Linda Hallberg. Einmal nichts. Den habe ich gekauft, weil A Little Red Riding Hood in the Wood, den so beschwärmt hat. Und zwar ist das die Farbe Bronze Shimmer. Das Problem ist, ich muss es nochmal ausprobieren, aber mir tränten danach die Augen so dolle. Ob das daran lag oder ob das einfach tagesformmäßig war, kann ich gar nicht so genau sagen. Und dann habe ich noch zwei von Linda Hallberg. Einmal Ori Flash, das ist richtig Gold. Und Gelb. Oh, der müsste mal angespitzt werden. Ihr seht, da ist er drin. Ja, behalte ich. Sind nämlich sehr geil. Extrem cremig sind die von Linda Hallberg. Richtig gut zu verarbeiten. So, jetzt kommen wir zu den letzten dreien, die hier drin sind. Und ja, es ist natürlich Natasha. Natasha Denona Macroblade Liquid Liner blutet bei mir aus wie nur was. Ich werde den trotzdem behalten. Vielleicht komme ich nochmal mit dem klar. Ehrlich, es gibt viel, viel bessere Liner. Viel, 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 viel bessere. Ich finde, der beste ist immer noch der Tattoo Liner von Kat Von D. Wobei der Epic Ink von NYX ist auch wirklich sehr gut. Der ist besser als der von Natasha, finde ich. Und dann haben wir hier meine super Schätzchen, also wirklich hart geliebt. Macrotech Eye Crayons von Natasha. Mit denen müsst ihr schnell arbeiten, finde ich. Also müsst ihr wirklich schnell arbeiten, wenn ihr versmatschen wollt. Weil die setten so schnell und so krass, dass ihr, ja, ihr müsst euch beeilen, wenn ihr damit noch arbeiten wollt. Die halten für immer. Also die sind so unglaublich gut, die Dinger. Wenn die jetzt hier ein paar Minuten eingetrocknet sind, dann gehen die kaum mehr runter von der Hand. Richtig geiles Zeug. Richtig geil. Und das war's. Alter Schwede, also das ist auch schon jetzt recht viel und ich dachte gar nicht, dass das so ein großartiges Video wird, weil ich dachte so, ja, deine paar Liquid Eyeshadows so, es ist schnell abgefilmt, aber nö, ist dann doch eine ganz schöne Menge geworden und ja, war auf jeden Fall interessant und ich mag so super gerne so ein Zeug, ne, ihr seht's ja, sonst hätte ich nicht so viel davon. Erzählt mal, benutzt ihr so Liquid Eyeshadows, Cream Eyeshadows, Sticks und so weiter? Ist das überhaupt euer Ding oder sagt ihr, nee, da komme ich gar nicht mit klar? Lasst mich das mal wissen und ja,
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.